Und ich will eigentlich gar nicht, ich speichere mal kurz, sollte ich mal wieder tun. Ich will eigentlich gar nicht so mitten offen reinlaufen, das gefällt mir nicht so sehr. Denn das sieht mir arg nach einer Falle aus hier. Tada! So, das wird interessant, denn diese Viecher sind... Na, wie freundlich. Diese Viecher sind etwas unschön. Okay. Und ich würde sagen, Kirscher, sollten wir vielleicht mal hier, Rex, du darfst mal werfen. Was haben wir noch? Den hier vorne. Garrus hat doch bestimmt irgendwas Schildbus Sabotage. Das gefällt mir gut. So, halten wir einfach mal drauf. Oh, fuck you. Natürlich, wie nett. Merke, achte immer darauf, ob der Kampfläufer schießt. Es ist sehr gut, dass ich dort gespeichert habe. Können wir das wegmachen? Nee. Okay, dann müssen wir uns nochmal anschauen, wie die jetzt runtergeplumpst kommen. Alter. Das ist aber auch... Also einen Kampfläufer zu Fuß besiegen ist nicht so meine Spezialität. Ist nicht so unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung. Das war jetzt auch blöd, ich war jetzt so drauf aus, die Kleinen erstmal Platz zu machen, wobei der Geist, glaube ich, gar nicht so wie die Pirsche sich bewegen kann. So. Dass ich komplett außer Acht gelassen habe, ob der Kampfläufer gerade mal schießt oder nicht. So, das ist ein Geist. Kann sein, dass es bloß einen Pirsche gibt hier. Ich glaube schon, ne? Okay, Garrus kann gerade nicht. Warum das? Ich weiß es nicht. Die Schweinehunde haben meine Waffe blockiert, sehe ich gerade. Na toll. Wechseln wir mal auf die Pumpgun. Schon wieder. Das ist Drecksvieh. So, jetzt ist die blockiert. Das heißt, wir wechseln wieder zurück. Wobei die immer noch blockiert ist. Das ist so cool. So, kann ich auf den Kollegen jetzt nochmal hier... Schildbus bringt mir nichts. Die Sabotage bräuchte ich. Können wir denen eigentlich mal sagen, dass sie in Deckung gehen soll? Ich weiß nicht, ob sie es schon tun. Sammeln. Gab es denn nicht extra in Deckung gehen? Na gut, egal. Vielleicht machen sie es auch von alleine. Ihr könntet jedenfalls meine... Hallo? Kommst du mich besuchen? Ich könnte jedenfalls mein Schwunggewehr mal wieder ein bisschen entblockieren. Okay. Dann müssen wir halt mal was tun, was ich bisher noch gar nicht getan habe, nämlich auf die Pistole wechseln. Okay, das scheint gar nicht so übel zu sein, muss ich sagen. Okay, jetzt muss ich aber aufpassen. Rex hat es schon wieder erwischt. Stufenaufstieg, das ist sehr schön. Kann ich den jetzt vielleicht mal wieder wechseln? Deckung! Scheiße, das gibt's doch nicht. Diese blöden Schweinehunde. Okay, ich muss mal die Einigkeit hier beschwören. Und dann machen wir das halt mal damit. Komm schon, ich war hinter der Deckung. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich nicht hinter der Deckung war. Alter. Och, diese Kampfläufer, die machen mich fertig. Das gibt's doch gar nicht. Und dieses blöde Blockieren von den Geth geht mir auch auf den Sack. Das ist mit den Technikern ja immer genauso, wenn man gegen Techniker kämpft. Alter, ist das nervig gerade. Ich hätte auch zu gern mal die Sabotage von Garrus angewandt, aber aus irgendeinem Grund wollte ich ja nichts von ihm verwenden. Gut, also ein dritter Versuch, weil der Herr Kampfläufer ja auf einmal um die Ecke schießen kann, warum auch nicht? Kann man ja mal machen, ist ja nicht so schlimm. Schnell in Deckung. So. Schon wieder blockiert, ich hasse euch. Jetzt kann ich aber zumindest mal die Sabotage machen, das ist doch schon mal was. So. Und dann halten wir einfach mal mit der Pumpgun drauf. So, da haben wir den schon mal aus dem Verkehr gezogen. Ich glaube, ich
sorg jetzt dafür, dass ich immer richtig in Deckung gehe, wenn hier der Kampfläufer schießt. Ich muss bloß mal schauen. Wo ist denn jetzt die kleine Bitch hier, die sonst noch rumkriecht? Immer noch blockiert. Wir müssen eine andere Waffe nehmen. Pistole! Schön in Deckung bleiben. Oh, da ist ja noch einer dahinter, ein kleiner. So, erstmal den aus dem Verkehr gezogen. Wo ist denn dieser Pirscher? Ist der gerade hier irgendwo in der Nähe? Nee, ne? Schön in Deckung bleiben, Alter. Ich habe keinen Bock, schon wieder von einem Schuss zu sterben. Gerade eben die ganze Zeit. Gut, Barriere. Könnte man machen, weiß ich nicht. Sabotage. Ja, komm, mach mal die Barriere. Da sind wir zumindest geschützt. Oder du, oder was auch immer. Ich glaube, das ist nur für ihn. Und ich werde mal den Overkill auch reinhauen. Und einfach mal draufhalten. Schöne Deckung. Und dann einfach Dauerfeuer auf die Drecksau. Nicht zu nah ran. Hat er dann jetzt gerade doch mal die Sabotage endlich durchgeführt. Das ist sehr schön. Wie sieht denn das aus, wenn wir den werfen? Gar nicht. Interessant. So, Waffe überhitzt. Wechseln wir mal. Wir haben ja genug. Möchte er selbst nicht mehr mitkämpfen, der Kampfläufer? Oder wie sieht das aus? Schön hier hinten bleiben. Okay, das ist gut. Und damit hat es sich auch für den Kollegen erledigt. Ich glaube, der Pirscher war schon tot. Und ich habe es nicht mitgekriegt. Warum schlägt denn das Speichern gerade fehl? Kann man das jemand sagen? Warum ist mein Sturmgewehr immer noch blockiert? Kann man das jemand sagen? Oder ist nur der Radar blockiert? Ich glaube, ich gucke mal auf den Radar, dass der blockiert ist und denke... Was war das denn? Und denke, dass meine Waffe blockiert ist. Okay, es geht allen sehr gut, muss ich sagen. Da oben müssen wir, glaube ich, rein. Mal kurz hier hinten schauen, hier ist aber nichts weiter. Okay, dann ganz, ganz fix rein. Speichern. Endlich geschafft. War ja eine schwere Geburt. Und rein ins warme oder sichere oder unwindige, was weiß ich, ins Innere eben. Durch die Röhre, die sieht sehr interessant aus. Das ist der Baustil der Proteaner? Ich weiß nicht so richtig. Sieht nicht so schön aus. Oder sind das jetzt die Versorgungsanlagen für die Ruinen? Kann natürlich auch sein. Sehr gut. Wurde einfach mal ins Loch geschmissen. Ich glaube, das blockiert heißt wirklich, dass die Waffe blockiert ist, ne? Oder? Nee, heißt es nicht. Es ist einfach nur der Radar blockiert. Okay. Ist gerade meine Waffe sehr hoch. Sonst würde das ja unten bei der Überhitzung mit dran stehen. Stimmt. Das habe ich gerade verwechselt. Das räume ich mal weg, bevor wir da dran vorbeigehen. Bevor der Gav noch auf dumme Ideen kommt. So. Das war's schon mal für den. Kurz zwischenspeichern. Aber hier sind, glaube ich, auch keine anderen Gegner mehr. In den Aufzug. Das ist meine erste proteanische Ruine. Abgesehen von der Zitadelle natürlich. Wobei die Zitadelle keine Ruine wirklich ist. Die ist ja intakt. Eine Ruine ist immer schon irgendwie alt, verwittert und zerstört. Und die Zitadelle wurde ja von der Ruine zu einer belebten Anlage wieder aufgewertet. Gut, scheint tief nach unten zu gehen. Okay, hier drüben geht's nicht. Halt. Geht's nicht weiter, aber zumindest haben wir ein Medizinkit. Ich glaube, die sind sowieso voll, unsere Medizinpacks. Kannst du mal bitte in Deckung gehen hier? Danke. So, kleinen Bastard hier mal zerlegen. Den dritten habt ihr geholt? Sehr gut. Linisch weiß. Proteaner mögen's offenbar gemütlich. Gut, vielleicht ist das aber auch die Anlage, wie sie die Wissenschaftler gebaut haben. Wobei, nee, das sieht schon irgendwie aus, als ob das kein Wissenschaftler bauen würde.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir schon jemals Wissenschaftler waren, also irgendwelche Archäologen. Oder ob das noch völlig unerkundet ist hier. What the fuck? Nicht so gut? Okay, das Zurückkommen könnte schwierig werden. Schauen wir doch mal. Hallo? Könnte mir vielleicht jemand helfen? Bitte? Liara, da ist sie. Unser letztes Squad-Mitglied in diesem Spiel. Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe! Liara Zoni, vermute ich. Göttin sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand nach mir suchen würde. Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Venetias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchen, versteckte ich mich hier drinnen. Können Sie das glauben? Gate hinter dem Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Benese, hab ich doch jetzt schon gefragt eigentlich, oder? Na gut. Bleiben Sie ganz ruhig, was können wir tun? Sie sind selbst schuld. Fragen wir das doch mal. Ich meine, ruhig bleiben, das ist immer so eine Aussage. Bleiben Sie ruhig. Ja, pff. Also entweder derjenige bleibt von sich aus ruhig oder du kannst es auch mit der Aussage nicht wirklich verbessern. Also ist total sinnlos eigentlich, total sinnentleert, so ein Satz. Haben Sie einen Tipp, wie wir helfen können? Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorgänger bei der Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Ja. Bevor jetzt jemand denkt, dass die Kroganer mit denen geht, was zu tun haben. Nein, die Kroganer sind Söldner. Das heißt, ein Kroganer kann auch angeheuert werden, mit dem Geht zusammenzuarbeiten. Wahrscheinlich nicht von den Geht, Geth, wie auch immer. Oh, fuck you. Sondern eher von jemandem namens Saren. So, erstmal den aus dem Verkehr gezogen. Hahaha, schön in Deckung bleiben. Den nochmal? Nee. Aber der kommt ja gleich rum. So, da hätten wir den auch. So, da drüben steht bloß die Barriere rum. Sonst keiner. Schießen wir erstmal die Barriere weg. Nicht, dass er hinter noch in Deckung geht hier. So, hätten wir den. Mir geht's mittlerweile auch wieder ganz gut. Die Gesundheitsregeneration ist doch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Minenlasersteuerung. Code eingeben. Schnellspeicher. Ist hier noch jemand? Ja, da ist noch jemand. Das ist eher ungünstig, wenn hier noch ein Scharfschütze rumsteht, durch die Gegend zu laufen. Okay, hätten wir den auch. Können immer noch nicht speichern. Sag mal, was ist denn hier los? Hier kann ich es gar nicht benutzen. Das ist schade. Okay, jetzt habe ich mir gerade selbst mein Schild weggesprengt, wie es aussieht. Leichte Dechiffrierung. Jetzt geht's wieder. Wunderbar. Okay, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, weiter kann's gehen. Wir sind immer noch hier. Ich speichere nochmal. Ich glaube, es ist eigentlich total sinnlos, weil ich gerade eben erst gespeichert hatte. Aber was soll's? Sicher ist die Mutter der Porzellankiste. Ein Satz, den ich nie verstanden habe. Her damit. In Ordnung. Wer ist denn die Mutter der Porzellankiste? Kann mir das jemand verraten? Ich weiß es nicht. Boah, die klatschen mir ja alles in den Weg gerade. Na gut, wir kommen trotzdem ganz gut durch. Storm 3. Ich glaube, die Storm war nicht so gut wie die Striker, ne? Ich bin jetzt gerade irgendwie zu faul nachzuschauen, um ehrlich zu sein. Okay, dann bleibt eigentlich nur noch die Steuerung für den Laser zu deaktivieren. Oder zu aktivieren. Dich deaktivieren, nicht Horst. Und damit sollten wir dann ein Loch brechen können, schneiden können, wie auch immer. Wahrscheinlich hier in den Beton. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. What? Was muss ich denn hier machen? Okay.
Ah, okay. Wir müssen die richtige Kombination finden. Natürlich das letzte, was ich probiere wieder. Runter, runter, hoch. Rechts, runter. Ach, Quatsch. Runter, runter. Nein, runter, runter, hoch. Rechts, links. Runter, runter, hoch. Rechts, unten. Runter, runter, hoch. Rechts, oben. Mensch, ehrlich. Runter, runter. Nein, runter, runter, hoch, rechts, rechts. Blödes Spiel. Try and Error Spiel. Wenn man sich da nicht merkt, wo man schon war, dann ist auch blöd. Okay, wir haben ein, ich dachte jetzt eigentlich da drüben, aber ein riesiges Loch in den Boden geschmolzen. Ist in Ordnung, kann man machen. Warum auch nicht? Auf jeden Fall sind wir jetzt drin in den proteanischen Ruinen, die putzig aussehen. Gut, also viel gibt es nicht zu tun, öffnen wir mal hier. Damit sollten wir jetzt bei Liara rauskommen. Jawohl, ist das nicht schön? Gut. Stellen wir das Ganze hier ab. Wie sind Sie hereingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen. Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Ich wollte ihn gerade schon bedienen, aber es ging nicht. So, wunderbar. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will offensichtlich, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Oh ja, ich böse. Ich bin schuld. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Wenn ich hier sterbe, bringe ich ihn um. Die Aussage eines Koraners. Großartig. Ja, Liara ist auch eine interessante Persönlichkeit insofern, dass sie ihren Charakter eigentlich komplett verändert. Hier ist sie noch ein ziemliches Mauerblümchen, wir werden das auch noch in den Gesprächen mit dir mitbekommen. Aber das wird sich ändern. Im Laufe des Spiels und im Laufe des zweiten Spiels auch, wo sie in einem DLC mit vorkommt zumindest. Und da ist der koganische Söldner. Geben Sie auf, oder das wäre eine Schande. So. Was ist denn los? Ruinensturz ein, dieser Bastard. Nein, wir. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Diesmal nicht. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Okay, wir haben einen Stufeaufstieg. Das ist jetzt natürlich eine tolle Situation, um noch kurz den Aufstieg zu feiern. Kämpft die denn eigentlich mit, die Liara? Wäre schön. Wir haben hier hinten... Können wir hinter diesem Steuerpult in Deckung gehen, ist die Frage. Ansonsten haben wir nämlich nicht so viel Deckung. Könnten wir doch gleich mal auf den Typen ein Werfen anwenden. Und Garrus macht den Overkill. Wir klatschen uns auch mal den Overkill rein und gehen dann... Hallo? Achso, nein. Hier. Nein, nicht der werfen, sondern... Wo ist er denn? Organischer Kampfmeister, den sollst du werfen. Genau. Ich wollte natürlich hier unten auf Overkill klicken, bei uns, bei mir. So, erstmal den drüben noch mit weg.
muss aufpassen. Wie viele stehen denn hier noch? Ich sehe es gar nicht. Hier drüben für Garrus sieht es schon wieder nicht mehr so gut aus. Für Rex auch nicht unbedingt. Hab auch nichts, was ich mit denen noch auswählen könnte. Ja, machen wir halt mal die Einigkeit. Und ich glaube, ich sollte auf das... auf den Pumpkin wechseln. Okay. Ja, das sieht gut aus. Das war's. Das war das nicht für den Korgana? Was zur Hölle? Okay, Deckung suchen. Deckung. Fuck you. Was? Alter, was? Ich hab doch gerade. Also ich kann nicht mehr es auf das Medigel drücken. Sorry. Und wieso hat der Krogana noch gelebt? Ich habe ihn noch niedergestreckt. Was war denn das? Das musste ich gerade nicht verstehen, das oder? Das ist immer noch nicht. Saren ist auf der Ich drücke jetzt mal ein bisschen weg, ja, das kennen wir ja alles schon. Wir haben vielleicht 10 Minuten bis hier. Joker. So, alles weg. Das war jetzt aber extrem ärgerlich, muss ich sagen. Ich kann ja, glaube ich, nicht davor speichern, oder? Das fand ich jetzt schon ein bisschen unfair. Also gut, dass mit dem, dass er mich so anspringt, dann wie so ein rolliger Hund oder sowas, da kann man halt, ja, passiert. Aber dass das mit der Heilung nicht geklappt hat, fand ich gemein. Geben Sie auf. Das wäre eine Schande. Kennen wir schon. Gut, falls drücken wir mal. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen. Das mag verschont, wenn möglich. Speichern geht einfach nicht. Okay, wir schnappen uns wieder den Kampfmeister und jagen mal Sabotage auf ihn. Was haben wir hier eigentlich noch? Dämpfung. Biotik und Tech-Fähigkeiten werden innerhalb eines bestimmten... Aha, okay. So, erstmal, dass er ein kleines bisschen Vorsprung hat und dann kommt das Werfen noch hinterher. Ich klatsche mir das rein und halte mal voll drauf. So, erstmal die beiden Scharfschützen. Jetzt noch den dritten Geth. So, dann haben wir nur noch den Kogana. Das sollte so funktionieren, hoffe ich doch mal, oder? So, direkt die Einigkeit reingehauen. Und bitte alle draufhalten jetzt. Mach mal hier, Schildboost. Klingt gut. So, du Drecksau. Gleich bevor du wieder aufstehst. Ah, Waffe ist überladen, verdammt. Feuer! Du Ficker! Das war's. Hier steht ein Frontkämpfer rum. So, gleich mal, bevor wieder hier was schief geht. Einfach mal draufhalten und dann haben wir es doch auch geschafft. Gott sei es gedankt. Ging doch. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, wie sich dieser Typ wiederbeleben konnte, dieser Korgana. Na, jetzt aber husch hier raus. Musste er jetzt ernsthaft innehalten, um zu dem Schluss zu kommen, dass sie so schnell wie möglich rennen sollten? Na gut, wir sind draußen. War doch letztendlich ganz gemütlich der Spaziergang am Ende.